Spiele, in denen wir die unbesiegbaren Bosse eigentlich besiegen können. In Ghost of Tsushima verteidigen wir als Jin Sakai Japan vor den angreifenden Mongolen. Direkt am Anfang wird dein Onkel entführt und du gehst den Bruder retten, da du ein Ehrenmann bist. Dann aber kommt Krotun Khan, der Anführer dieser Armee, und auch hier solltest du normalerweise den Kampf verlieren und hinterher würde das passieren. Enough. Surrender. Doch was, wenn du zu verdammt gut bist und ihn besiegst? Wie ihr hier sehen könnt, passiert hier leider auch nichts, aber hey, wir haben ihn im Grunde genommen besiegt, also ist das ein Win für uns, Bruder.